glaube, ich beginne jede Aufnahme so. Erstmal ein paar Sekunden rumstehen und die Musik einfach mal verinnerlichen. Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon XD. In der letzten Folge haben wir schon einige der Krypto-Typen da besiegt und deren Pokémon gesammelt. Und da können wir gleich mal nachgucken. Hier, das ist unser neues Boxensystem, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Das sieht um einiges cooler aus als das aus Kolosseum. Und ja, also wir haben schon mal Hunduster, Seemobs, Pupanze und Voltilam. Damit haben wir schon mal vier der Typis da besiegt. Hatten uns in der letzten Folge noch geheilt und Blitzer und Teddy Ursa sollen jetzt den Rest machen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch schon seit der letzten Aufnahme, habe ich da gefiebert wieder zu machen. Wenn Voltilam das letzte Pokémon war, dann bist du... Nein. Blödmann. Du jetzt der Nächste. Ja. Purpex von Purpo oder was? Okay. Skiff-Pokémon. Hatte ich mir das gedacht? Ich weiß gar nicht. Ist schon länger her. So, Smogon und Slimar, das ist ziemlich cool, denn beide, wir haben ein spezielles und ein physisches Pokémon. Dementsprechend können wir Smogon speziell angreifen und Slimar können wir dann physisch angreifen. Und schon sind beide im Arsch. So. Und Kaboom. One-Hit KO. Ja, Smogon. Tschüssi. Fast ein Level-Up für Teddy Ursa. Ein Tentara. Er hat vier Pokémon, wie ich gerade gesehen habe. Das heißt, ich gehe mal von aus, dass das letzte Pokémon irgendein Mega-Imba-Gift-Pokémon sein wird. Oder zumindest ein cooles. Aber keine Idee, welches. Vielleicht ein Schluck-Pokémon. Ich meine, man zieht dritte Generation Pokémon vor in der Edition. Das weiß man ja. Dementsprechend habe ich da doch wohl recht in der Annahme, dass es sein könnte. Ist mir so als erstes dritte Generation Gift-Pokémon eingefallen. Na, wenn ich recht habe, bin ich gut. Ich habe übrigens vorher nicht nachgeguckt, falls es dann Leute behaupten. Ich weiß noch nicht, welche Krypto-Pokémon tun. Außer die, an die ich mich erinnere. Und das ist ganz. Nee. Wie geil. Ich hatte recht. Es war so offensichtlich. Und ich hatte wirklich recht. Ich will natürlich einige nicht glauben, dass ich nicht nachgeguckt habe, aber ist ehrlich so. Ich habe vorher nicht nachgeguckt. Ist ja geil. Schluckpuck Level 17 plus. Das ist ja cool. Paralyse und Schwächen. Einfachste Methode, um die Kryptos zu schnappen. Wie viel macht das? Achso, war ein Volltreffer. Ja gut, dann reicht das ja schon. Ja, wurde durch Gift verletzt, ich gehe gleich eh wieder heilen. Items. Pokéball. Man könnte theoretisch jetzt schon cheaten, aber warum? Schlecker sollte auch nicht genug Schaden machen. Das heißt, wenn der Krallball diesmal nicht trifft, kann man mit Schlecker noch mal ein bisschen was machen. Und Schluckpuck wurde gefangen. Hellseher Belgium auf der Überholspur. Purpex wurde besiegt, das heißt, einer fehlt noch. Oder zwei, einer. Ja, einer müsste es noch sein. Ja, der Grüne. Alter, das Gift ist ja hier. Sieht ja hier stumpf aus. Ich weiß gar nicht, das haben sie bei Kolosseum, glaube ich, gar nicht gemacht. Bei Gift-Pokémon kriegen ja auch außerhalb des Kampfes Schaden. Und es ist in Pokémon, in den anderen, also in den Haupteditionen, war das ja immer
dadurch angezeigt, dass das Bild sich ganz komisch bewegt. Also so total verzerrt mittendrin. Und ja, Sechslinge, Brüderlime, Grünschnabel. Du bist der Grünschnabel hier. Verdex. Da sind meine Auslandskenntnisse ziemlich gut, weil Verde ist Französisch oder Spanisch oder ebenfalls ausländisch für grün. Ja, ich bin ja der 6 Pokémon. Alter, dafür umso schwach. Aber trotzdem, 6 Pokémon. Egal. Ich habe übrigens das Thema vergessen, worüber ich gerade geredet habe. Gift, genau. Gift wird dann das Bild verzehrt. Aber es interessiert ja die wenigsten. Tuska wurde zumindest besiegt schon mal. Die Knilz. Weiblich. Passt irgendwie gar nicht. Ich meine, bei dem Gesicht denkt man auch nicht an. Na egal. Da denke ich auch nur an ein weibliches Maromai. Und dann ist schon alles erklärt. Als gerade mal die Hälfte Schaden an Mirapla gemacht haben, heißt das, dass wir es eh one-hitten. Knilz genauso wenig. Aber zumindest will die Rückkehr dann Mirapla besiegen. Ach, wir haben noch bissig voll Idiot. Das wäre ein bisschen effektiver. Donnerschock auf Stab würde dann 90 machen. 90 durch 2 sind 45. Biss? Was macht Biss denn für einen Schaden? Muss ich eben gucken gleich. Kann man ja mal sehen, was mehr Schaden macht. Alle können sie absorben. Bringt ja auch so viel. So, Pokémonis. Zack, Bericht. Biss macht 60. Siehst du, das macht sogar mehr Schaden. Das heißt, einmal bis. Ich könnte jetzt auch an Loturzel gehen, aber das wäre eh dann. Na, mit Stab wäre es natürlich mehr. Zack. Knilz wurde besiegt. Aber Rückkehr macht der mit Stab auch mehr Schaden. Und je mehr Pokémon wir besiegen, desto stärker wird die Attacke-Rückkehr. Denn Rückkehr macht ja seinen Schaden anhand der Zuneigung des eigenen Pokémons. Das heißt, je mehr Pokémon wir besiegen, desto mehr Erfahrung kriegen wir und desto mehr Freundschaftspunkte sammeln wir. Samurzel ist es. Boah, Samurzel! Das heißt, man könnte sich einen Tengu-List rausholen daraus. Da ist ja mal was gegeben. Ja, ich werde indirekt immer noch weiter die ganzen sag mal schnell, das Team zusammenstellen, aus den Krypto-Pokémon, die wir besitzen. Wow. Ich gehe mal davon aus, dass ich versuche, so eine gute Typen-Coverage zu machen, sprich, ich werde kein Pokémon nehmen, dessen Typ schon gegeben ist, also Voltilam zum Beispiel werde ich nicht mehr nehmen, aber auch Pokémon mit Doppeltypen, dessen Doppeltyp, zweiter Typ wir auch schon haben, wäre auch ein bisschen blöd, den am Ort zu nehmen. Das heißt, wenn wir jetzt Samurzel ins Team nehmen, wird später Fengulis, das heißt Pflanze, Unlicht, das heißt, wir werden dann noch kein Unlicht-Pokémon weiter mit reintun. Falls wir Samurzel mit reintun. Falls. Aber da brauchen wir natürlich auch noch einen Blattstein, weil sich Planas nur mit Dingens, mit Blattstein zu Tengulis entwickelt. Puh, gut. Das heißt. Ja, wir müssen gucken. Ich muss gucken. Ich gucke dann offscreen nach, wo man Blattstein kaufen kann, ob man nicht früh kaufen Stein oder kaufen Stein kaufen kann oder die finden muss. Und je nachdem werde ich dann gucken. Und ab welchem Level sich Blanas entwickeln und so. So, nach den Kriterien gehe ich dann. Warte mal, ich kann ja mal was machen. Ah, nee.
Zurück, 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 zurück. Ich probier mal was. Nutzen. Ist kein Cheating, weil die Fangrate dadurch ja nicht erhöht wird. Es ist nur witzig, mal das zu probieren. So. Ja, jetzt ist Premierball auf der Stelle vom Pokéball. Und obwohl der Premierball ausgewählt wird, wird die Pokéballzahl, also die Anzahl der Pokébälle reduziert. Das liegt an dem blöden rundenbasierten Ding, weil Items normalerweise sofort benutzt werden. Pokébälle hingegen aber erst am Anfang der Kampfrunde. Das heißt, es ist, das Item ist schon im Computer eingesetzt. Aber die Reduktion des Items auf dem Slot geht erst dann, wenn Samurzel da, also beziehungsweise wenn, wenn die Kampfphase einläutet. Dementsprechend kann man damit auch mit Meisterball cheaten. Aber das ist ja ein Premierball, das heißt, der ist gleich wie ein Pokéball, nur sieht anders aus. Deswegen will ich mal gucken, ob es geht. Ja, es geht. Da wäre schon mal der Premierball. Das heißt, theoretisch könnte mir jedes Krypto-Pokémon einen Premierball fangen. Ich glaube, das mache ich so just for duelen. Alle Pokémon, die wir auch hätten mit dem Pokéball fangen können, tun, werden wir jetzt auch mit einem, einfach just for fun mit einem Premierball fangen, weil der cool aussieht. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich, wenn ich die Wahl habe, lieber mit Premierbällen fange, weil die cool aussehen. So, jetzt haben wir alle besiegt. Sagst du noch was? Achso. Er kämpft nochmal. Sehr interessant. Sein Krypto-Pokémon ist ja jetzt weg. Es kämpft jetzt Schneckmark und Kamaub. Und Nuster war es. Also wenn er noch zwei Pokémon hat, dann... Oder er hat sich ein Ersatz-Pokémon besorgt. Das gibt's nämlich auch. Nee, er hat nur zwei. Aha, hier könnte man sogar trainieren, theoretisch. Ist ja interessant. Paralyse ist auch gut. Yay, beide haben sich runtergeloadet. Macht jetzt nicht sonderlich viel Schaden. Das Mock-Color geht daneben. Ich habe nämlich auch schon wieder Bock auf eine Runde Gift. Ich bin mit Donnerschlag nach Schneckmark weg, deswegen ist es egal, wenn ich mit beiden Angriffen auf Schneckmark gehe. Weil der zweite E auf Kamaub geht, deshalb. Kamaub, das Kamel-Kuh-Pokémon. Ja, wenn man sich Kamerupt anguckt, dann denkt man nicht an ein Kamel, sondern eher an ein Rind. Dementsprechend ist es eine Kreuzung aus Kamel und Rind. Beziehungsweise hier aus einem Alpaka und einem Kalb. Naja, damit ist ja die Ursa jetzt auch auf Level 16. Das ging fix. Ah ja, mal gucken, ob ich die Ursa im Hauptteam lasse. Momentan benutzen wir die ersten beiden Pokémon, die uns geschenkt wurden. Okay. Ja, ich habe keinen Bock mehr jetzt gegen alle 27 Millionen mal zu kämpfen, weil es eh nichts bringt. Wir heilen einmal, stocken, also ändern unser Team. Denn was sollen wir mit Level 11 Pokémon? Pokémon. Und da können wir lieber die anderen noch mitnehmen. So, vier Stück haben wir zur Auswahl. Und noch weiter Seemobs und Hunduster. Ablegen, please. So. Panzer. Und Samurzel. So. Jetzt haben wir Unlichtfeuer. Eis, Wasser, oben Psycho und Pflanze. Ja, ist gut. Schöne Coverage. Auch wenn die meisten hier gar keine Typenattacken drauf haben. Moment. So.
So. Ach, ist egal, ist egal. Durch die Maschine, den Kryptorbis, wird sich das eh alles immer noch die ganze Zeit durcheinander bringen. Also eine feste Reihenfolge werde ich da nicht haben.